willkommen beim Whisky Nerd. Und heute habe ich wieder einen Dinsten im Glas, den ich wieder von lieben Harald von Whisky, Literatur und Whisky habe. Und heute ist es ein Dinsten 10 Jahre Bordeaux Red Wine Cask Finish. 46,3%, nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert. Er hat schon einen sehr schönen roten, rotbräunlichen Schimmer. Und der gefällt mir wirklich sehr gut. Habe ich schon zweimal probiert in der letzten Woche und bin wirklich begeistert. Ich habe ja immer einen schönen, trocken, vollmundigen Geschmack. Noten von roten Beeren. Aber schauen wir uns das Ganze nochmal an, gemeinsam. Das ist eine sehr schöne Nase. Schöner, elegante Rotweinaromen. Schöne rote Früchte, wir haben rote Beeren, wir haben hier Erdbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren. Sogar Cranberries entdeckt in den letzten Tagen. Das ist wirklich eine sehr schöne Nase. Dahinter verbirgt sich dann ein bisschen Vanille, Karamell. Muss noch dazu sagen, dieser Dinsten reift einmal die Haupt Zeit, würde ich mal sagen, in Bourbonfässern und bekommt eben dann ein Finish in diesen Bordeaux-Fässern. Schöner Waldhonig. Und dann kommen so getrocknete Kräuter so Richtung Thymian und Majoran in diese Richtung. Ja, der hat mich schon jetzt die letzten paar Tage wirklich sehr begeistert. Ich stehe ja auf Rotwein, von daher ist er das eigentlich ein Whisky für mich. Probieren wir mal. Schöner, würziger Antritt. Der Rotwein hat auch einige Tannine mitgebracht. Aber hier wieder gleich rote Beeren, Erdbeeren, Brombeeren. Wenn ihr kennt, diese Lindt-Schokolade, diese Dark Chocolate mit Erdbeer drin, ja, in diese Richtung geht's. Schöne schwarze Schokolade mit Erdbeeren. Geht hin sogar bis Lakritze, Zimt. Hab hin und wieder auch so ein bisschen reife rote Äpfel mit dabei. Aber hauptsächlich sind das hier Beeren. Aber es erinnert mich auch ein bisschen an diese Lindt-Schokolade. Wenn ihr sie kennt, diese ganz dunkle Schokolade. Mit Erdbeeren. Die ist ebenfalls lecker, diese Schokolade. Solltet ihr mal probieren. Das sind diese, wie heißen die jetzt wieder, diese großen weißen Schokoladentafeln von Lindt. Und da gibt es eben eine Dark mit Erdbeere und die ist echt lecker. Aber hier. Bin einfach nur begeistert von diesen Diensten. Wenn man Rotwein mag, ist man hier genau richtig. Es zieht ja schon wieder zu und schon wieder Regen. Also heuer kann ich schon keinen Regen mehr sehen. Ist ja schön. Wunderschöne Rotweinaromen.
diese schönen Cranberries, als Johannisbeeren haben ein bisschen diesen Kick, Brombeeren, Erdbeeren. Dann kommt so ein bisschen ein Vanillepudding, Karamell, Waldhonig und dann kommen noch diese getrockneten Kräuter. Ja, da könnte ich ewig riechen. Aber nochmal auf euch. Nochmals, Harald, vielen lieben Dank für dieses tolle Sample. Bei Rotwein bin ich immer gern mit dabei. Schöner, würziger Antritt. Dann kommen wieder gleich diese roten Früchte. Erdbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren. Vielleicht sogar einen Ticken Kirsch, aber auf jeden Fall kommt da noch ein bisschen Lakritze, Zimt, diese dunkle edelbitter Schokolade, ganz leicht. Ja, der ist gut. Gefällt mir wirklich sehr. Preislich sind wir hier, glaube ich, so bei den 50 Euro bekommt man den schon. So herum. Und der bekommt von mir eine +2er. Ich bin ein Rotwein-Fan, von daher greife ich ein bisschen höher. Der springt von mir schon von der 2 in die +2. Also ich bin begeistert. Ich mag Rotwein. Finish es sowieso. Das ist meine Liga. Wer noch Rotwein gern hat, probiert diesen Diensten 10 Jahre Bordeaux Cask Finish. Es wird sich wirklich lohnen. Ich verspreche es euch. Ein sehr schöner Whisky. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Verbringt ihn gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Whisky Night. Ciao. Thank you.